Basta Berlin. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen. Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast. Hier ist Folge 193. Wir schreiben Donnerstag, den 5. Oktober 2023. Liebe Freunde, wir sind ein bisschen zu spät, aber wir sagen es dennoch sehr, sehr gerne. Schöne Grüße an alle Deutschen. Wir wünschen nachträglich einen schönen Tag der offenen Moschee. Mein Name ist Benjamin Golme, hallo. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Es ist Einheitswoche, Freunde. Ob besser Wessi oder Mecker Ossi, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung, da liegen wir uns alle in den Armen. Denn endlich haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden. Die Kritik an dieser Regierung. Wir sollten das nicht kleinreden. Oder wie ich bei dieser Gelegenheit immer sage, wir haben viel mehr geschafft, als wir glauben. Aber nicht so viel, wie wir eigentlich könnten. Oh Gott, lieber Frank-Walter Steinmeier, sollen wir das etwa als Drogen empfinden? Mit Blick auf die Wiedervereinigung kann man jedenfalls sagen, so manch blühende Landschaft ist leider schon wieder verwelkt. Das ist allerdings ein Phänomen, das wir bundesweit erspähen. Das Geld ist leider schon wieder zu Ende. Dabei ist noch so viel Jahr übrig. Ja, also dieses wirtschaftliche Abrüsten in Kombination mit dem militärischen Aufrüsten und dem migrantischen Umrüsten, das wird sich jetzt wohl auch am Sonntag an den Wahlurnen zeigen. Deshalb schauen wir heute natürlich auch mal nach Hessen, nach Bayern und in die Bundeshauptstadt Berlin. Und dabei werden sich uns und ganz sicher auch euch mal wieder die Nackenhaare aufstellen. Außerdem blicken wir auf Fakten und Fake News zur Seenotrettung im Mittelmeer. Wir tanzen mit Bill Gates und Elon Musk und wir kratzen an den Türen längst verschlossener Tonhallen. Liebe Basta-Berlin-Gemeinde, lasst die Sektkorken knallen und zieht die Oma auf die Tanzfläche, ja? Wir feiern die schwarz-rot-geile Einheitswoche. Und am Sonntag geht es in die Urne. Oh. Nein, es geht an die Urne. Oh. An die Urne für über 19 Millionen Menschen, beziehungsweise die leben in diesen Bundesländern. Viele von ihnen sind wahlberechtigt und der ein oder andere wird tatsächlich auch seine Stimme abgeben. Also, wenn es auch nicht hilft, es schadet wahrscheinlich nicht. Also in Hessen, da hat ja Volker Bouffier seinen Hut genommen. Übernommen hat der vergleichsweise unbekannte und blasse Boris Rhein. Der hat es aber nun mit einer prominenten Herausforderin zu tun. Ihr Vater war bereits ein SPD-Urgestein. Er war in der Verwaltung, er war Bürgermeister. Sie ist dann aber so richtig durchgestartet. 18 Jahre lang Abgeordnete im Hessischen Landtag, Fraktionsvorsitzende. Sie hat unter anderem auch 5-mal den Bundespräsidenten mitgewählt. Sie ist unsere Bundesministerin für Inneres und Heimat, die Hessenschau berichtet. Die SPD braucht dringend hübschere Quotenfrauen. Schade, hätte sie gerne wieder komplett in der Versenkung verschwinden gesehen. Untragbarste Frau in der Politik. Gott bewahre, die Frau ist doch vollkommen überfordert. Nicht zu ertragen, diese unfähige Frau. Hauptsache, die Frauenquote wird irgendwie umgesetzt. Rücktritt, Kompetenz und Erfahrung sind wichtiger als Frauenquote. Ja, Nancy Faeser, die hat's ja nicht leicht, ne? Also persönliche Untergriffigkeiten im Netz begleiten da ihre Amtszeit. Aber ganz ehrlich, ich meine, sie hat es sich selbst auch einfach nicht leicht gemacht, ja? Als Jan Böhmermann seine Cyber-Clown-Kampagne gegen BSI-Chef Schönborn gefahren hat, da war ja Faeser sofort zur Stelle. Sie setzte den Geheimdienst auf den Spitzenbeamten an. Und als die Überprüfung keine Erkenntnisse gebracht hat, musste der Geheimdienst einfach nochmal nachschauen und fand wieder nichts. Ja, stattdessen hat das Faeser-Ministerium die Ermittlungen sehr in die Länge gezogen und stand am Ende dann mit leeren Händen da. Und Nancy Faeser, die machte da echt kein gutes Bild. Und auch im hessischen Wahlkampf rumpelte es gehörig. Vor rund einer Woche hat die SPD einen Wahlkampfspot bei Instagram veröffentlicht. Darin wurde aber nicht die Kompetenz der SPD hervorgehoben, nein, die CDU wurde attackiert. Und ja, sein Parteifreund Hans-Jürgen Irmer eröffnete vor ein paar Wochen in Wetzlar eine Zusammenkunft von CDUlern und AfDlern und CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen. Boris Rhein sagte dazu nichts. Auf die CDU ist in Sachen AfD kein Verlass mehr. Wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann, dass man mit den Rechten nicht paktiert, sondern gegen sie die Stimme erhebt. Wir garantieren, dass Hessen frei von rechter Politik bleibt.
Keine schwarz-braune Koalition fordert die SPD. In diesem kleinen Video, da wird Boris Rhein übrigens auch in die Nähe von den Hells Angels gerückt, ja. Und auch wird ihm die heutige AfD-Parteimitgliedschaft von Erika Steinbach zum Vorwurf gemacht. Keine schwarz-braune Koalition in Hessen. Dieses Video fiel am Ende übrigens nur Faeser auf die Füße. Sie hat sich entschuldigt und das Video wurde gelöscht. Am Ende war es möglicherweise ein Akt der puren Verzweiflung. Denn die Aktien der Bundesministerin, die stehen schlecht, sehr schlecht. Monatelang war ja diskutiert worden, kann eine Bundesministerin überhaupt genug Zeit haben, um auch Wahlkampf in Hessen zu führen? Warum gibt sie ihr Amt als Bundesministerin nicht vorher einfach ab, um sich dann voll auf ihre Heimat zu konzentrieren? Setzt also ihre Karriere als Bundespolitikerin auf die Karte Hessen. Hätte man ja machen können. Ich meine, im schlechtesten Fall wäre sie ja immerhin weich gefallen als Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag. Im besten Fall würde sie ja sogar Ministerpräsidentin werden. Ja, doch sie entschied sich dann ja anders. Sie kann beides, hat sie gesagt. Am 3. Februar, da war es dann soweit, die FAZ schreibt: Es geht um meine Heimat. Ich spiele auf Sieg. Zitiert wird im Artikel auch die SPD-Ministerpräsidentin vom Saarland, Anke Rehlinger, und die sagt, die Besten gehören in die hohen Ämter. Und die sitzen nun einmal nicht in den letzten Reihen. Ach, Nancy Faeser, unsere Beste. Vor allem, ich spiele auf Sieg, es geht um meine Heimat. Das ist in etwa so, wie wenn Deutschland Weltmeister werden will, aber gleichzeitig Europameister ist und sagt, na meine Güte, ich spiele auf Sieg, aber ich bleibe Europameister. Eigentlich ist es sogar andersrum. Ja? Eigentlich ist sie gerade Weltmeisterin als Bundesministerin des Inneren. Stimmt. Die Frage ist ja, sehen das die Bürger eigentlich auch so, dass Nancy Faeser unsere Beste ist? Wir blenden hier mal ein paar Umfrageergebnisse aus Hessen ein. Quelle dafür ist davum.de. Das ist eine Seite, die Umfragen zusammenträgt. Wir erkennen, als Nancy Faeser Anfang Februar ihre Kandidatur erklärt hat, da sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus für die Sozialdemokraten. SPD und CDU liegen fast gleich auf. Die SPD bei 25, die CDU bei 26%. Und dann kommt der Faeser-Effekt. Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Kandidatur, da geht's bergab. Die CDU gewinnt, die SPD verliert an Stimmen. Von 25% geht's bergab auf 16,6%. Au backe. Und das wenige Tage vor der Wahl am Sonntag in Hessen. Ministerpräsident Boris Rhein hat nach derzeitigem Stand nach der Wahl drei Optionen. Entweder er koaliert doch mit der SPD. Ich meine, das könnte ja interessant sein, weil die Wahlversager der Sozialdemokraten seit Jahren immer weiter geschwächt werden und vielleicht lassen sich dann als Koalitionspartner ja ein bisschen deckeln. Ja, oder er koaliert mit der AfD. Das wäre dann die von der SPD sogenannte schwarz-braune Koalition. Aber schwarz-blau, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, das wird es natürlich nicht geben. Also jetzt nicht. Vielleicht ja 24 oder 25. Bleibt also noch eine Koalition mit Bündnis 90, die Grünen. Ha. Seit 10 Jahren hat die ja in Hessen bereits Bestand. Warum also nicht weitere 5 Jahre? Nun, das ZDF ist in der Bankenmetropole Frankfurt am Main unterwegs gewesen. Die Abhängigen von der Straße zu holen, das versuchen die Sozialarbeiter der Organisation OSSIP jeden Tag. Wolfgang Barth ist auch hier der Leiter. Was ist? Die Dreharbeiten mit Ihnen müssen wir gleich abbrechen. Hallo Leute. Die Drogenabhängigen versuchen uns anzugreifen. Frankfurt am Main und das Bahnhofsviertel, ja, ein gutes Beispiel für das beliebte Schwarze-Peter-Spiel. Die CDU regiert das Land, verweist in Frankfurt aber auf die Verantwortung der SPD und auf die Koalition von SPD, Volt, FDP und den Grünen. Und wirft auch den Grünen eine verfehlte Stadtpolitik vor. Den Grünen also, mit dem man seit 10 Jahren im Land regiert. Und wir haben es schon mal gesagt, nach unserer Überzeugung wird es auch genauso weitergehen. Ja. Es wird weiterhin Schwarz-Grün in Hessen geben. Die hessische schwarz-grüne Koalition, die steht. Was wohl Friedrich Merz dazu sagt? Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Ach was, Herr Merz, lieber Friedrich Merz, ja, Mensch, der kleine Pascha der Union. Machtwort Merz blamiert sich mal wieder, wo er nur kann. Mal schließt er die Zusammenarbeit mit der AfD aus, dann wiederum toleriert er sie. Mal schließt er Zusammenarbeit mit den Grünen aus und ignoriert 5 schwarz-grüne Regierungskonstellationen auf Landesebene.
Ach ja, die hessischen Grünen. Marcel, bitte nenne mir einen hessischen grünen Politiker. Kleiner Tipp, 54 Buchstaben. 54 Buchstaben. Tarek Al-Wazir? Nein, die Antwort lautet BMW-Lobbyist und Autowerbeikone Josef Martin Fischer. Die Grünen sind an allem schuld. Ich höre das immer wieder. Die Mopsfledermaus, der Feldhamster werden uns dann noch dazu gesellt. Ich kenne das seit langem. Vor Wahlen sind die Grünen an allem schuld. Nein, Herr Fischer, heute ist es anders. Heute sind die Grünen nach Wahlen an allem schuld. Wir haben ein Wärmeproblem, kein Stromproblem. Moment mal, wie war das gleich? Wir haben kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem. Kann ich das nochmal hören? Weil 100% Erneuerbare noch nicht da sind, haben wir gesagt, nehmen wir Kohle. Weil es in dieser Situation für uns der sicherste Weg ist. Mit Blick auf diese Atomkraftwerke ist der Punkt, dass sie vor allen Dingen ja zur Stromerzeugung da sind. Wir haben derzeit aber kein Stromproblem, sondern wir haben ein Gasproblem. Das war im Jahr 2022. Damals hatten wir ein Gasproblem und ein Wärmeproblem. Was wir aber nicht hatten, ein Stromproblem. So, ja. Zeit Online berichtet vorletzte Woche. Der vergünstigte Tarif würde für 80% des Basisverbrauchs gelten, um einen Anreiz zum Sparen zu setzen. Die Kosten dafür werden auf 25 bis 30 Milliarden Euro geschätzt, also etwa 5 Milliarden Euro pro Jahr. Habeck will dafür den Krisenfonds WSF anzapfen. Mit den Grünen haben wir nach der Wahl jede Menge Probleme. Da wäre ein Wärmeproblem, ein Gasproblem und auf einmal haben wir auch ein Stromproblem. Und dieses Stromproblem will der Wirtschaftsminister wie immer wegsubventionieren. Ja, der Industriestrompreis ist eine Brücke, Benjamin, eine Brücke. Ach so. Ja, kennt ihr das? Ne? Also bei Merkel waren die Gaskraftwerke ja eine Brücke. Jetzt sind es die Kohlekraftwerke und natürlich der Industriestrompreis. Die Brücke hin zu erneuerbaren Energien. Wird eine sauteure Brücke und vielleicht eine Brücke in die Unendlichkeit. Aber es gibt ja noch mehr Brücken. Schauen wir mal in die Frankfurter Rundschau. Die berichtet am Montag, die jüngste Talfahrt der Preise für Solarmodule hat das Bundeswirtschaftsministerium alarmiert. Solarindustrie in der Krise. Habeck prüft Subventionen für deutsche Solarhersteller. Schon wieder ein Problem. Was für ein Pech. Und dieses Problem, das wird ausgelöst durch niedrige Preise für Photovoltaik. Wisst ihr, wo diese niedrigen Preise angeblich herkommen? Ja. Fragen wir doch mal die deutsche Außenministerin. And we will support Ukraine as long as it takes. Because if Putin were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world? Like Xi, like the Chinese president. Annalena Baerbock. Sie hat ja bereits vom Krieg gegen Russland gesprochen. Nun bezeichnete sie Xi Jinping als Diktator. Die angeblich wertegeleitete deutsche Außenpolitik bereitet einen Wirtschaftskrieg gegen China vor. Mit dem China, das mit Abstand der Weltmarktführer für Solarmodule ist. Also für die grüne Energiewende essentiell. Lieber Herr Fischer, es ist leider so, die Grünen sind für Probleme verantwortlich. Und zwar nach der Wahl. Noch ein Problem gefällig? Wie war denn das noch gleich mit dem Wärmepumpengesetz? Jetzt sehen wir Robert Habeck kurz bevor es im Bundestag beschlossen wird. Und deswegen bedeutet so ein Gesetz natürlich eine intensive gesellschaftliche Debatte, weil man merkt, dass es jetzt um Handlungen, um Taten geht. Ich denke, mit der sozialen Flankierung, der Förderung, die wir jetzt beschließen werden, aber die geeint ist mit der Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung, mit der Rechtssicherheit, die jetzt geschaffen wurde, ist es ein gutes Gesetz, ein besseres Gesetz geworden. Wir übersetzen das mal kurz für euch. Habeck sagte, so ein Gesetz bedeutet eine intensive gesellschaftliche Debatte. Was er damit gemeint hat? Wir haben versucht, dieses Gesetz durchzudrücken vor der Sommerpause. Weil das Bundesverfassungsgericht uns das verboten hat, mussten wir leider noch mal debattieren. Habeck sprach von einer sozialen Flankierung, die dieses Gesetz zu einem guten Gesetz machen wird. Was er damit meinte, wir subventionieren das Gesetz mit etlichen Milliarden Euro. Wie teuer die Klimapläne der Grünen tatsächlich werden könnten, schwierig zu sagen. Also vergangene Woche, da war Klimaschutzminister Robert Habeck zu Gast auf dem parlamentarischen Abend der DENEF, einem Industrieverband für Energieeffizienz. Habeck sagte da laut Welt: In den am schlechtesten sanierten Gebäuden wohnen eben auch die ärmsten Menschen. Ach was?
Wenn da nicht nur eine Wärmepumpe für 20.000 Euro installiert wird, sondern auch die komplette energetische Sanierung auf ein deutlich höheres Niveau gefordert wird, dann reden wir von 200.000 Euro. Tja, Herr Fischer, das sind die Probleme, von denen wir reden. Nach der Wahl. Aber, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, wir wollen euch natürlich nicht abhalten. Wählt ruhig die Grünen. Und sollte es in den kommenden Tagen noch an der Haustür klingeln, dann macht unbedingt auf. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ich bin Ludwig Hartmann, der Spitzenkandidat der Bayerischen Grünen. Darf ich eine kleine Info zu Dankeswahl da lassen? Gerne, danke. Und wenn Sie konsequenten Klimaschutz wollen in Bayern, dann alle stimmen Grün. Alles klar. Danke, tschüss. Ciao. Geschichten, die das Leben schreibt. Der grüne Spitzenkandidat Ludwig Hartmann, der klingelt. Die Bürgerin, die freut sich wie Bolle und macht dann auch natürlich sofort ein Video, ja. Und dieses Video benutzen die Grünen dann für ihren Wahlkampf. Mensch, so herrlich authentisch. Denn auch in Bayern ist natürlich Wahlkampf. Und für diesen Wahlkampf haben sich die Grünen etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Kampagne nennt sich Wähle Herz statt Hetze. Genau. Und für diese Kampagne, da werden Sie auch ganz besonders ausgelacht, nicht nur von uns. Die Grünen Bayern, die fordern Herz statt Hetze. Da denken wir doch gleich an die grüne Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Und dass diese neuen Maßnahmen natürlich auch viele treffen, die sich seit Anfang der Pandemie an alle Regeln halten, die Abstand halten, die geimpft sind, die geboostert sind, und die jetzt wieder in die Röhre schauen werden, weil es leider noch zu viele Unsolidarische gibt. Herz statt Hetze. Das bedeutet bei den Grünen Herz für alle die, die tun, was man ihnen sagt. Und Hetze gegen die, die eine freie Entscheidung über den eigenen Körper treffen. Unsolidarisch sind die, die sich gegen die Produkte von BioNTech, Pfizer entscheiden. Ja. Und wie die grüne Hetze im Dezember 2021 klang, das hören wir hier nochmal im Detail. Aber wissen Sie was? Wir sind Bündnis 90 Die Grünen. Wir sind eine wissenschaftsbasierte und eine verantwortungsvolle Partei. Und da die Situation so dramatisch ist und Markus Söder zu langsam ist, schlagen wir jetzt vor, was wir hier in Bayern machen müssen. Aber wissen Sie was? Ich bin Katharina Schulze. Ich bin eine selbstgerechte und ahnungslose Politikerin. So ist es nämlich. Darum bezieht sie sich nämlich auch auf Daten, die frisiert oder mindestens lückenhaft sind. Also auf die Daten vom Robert-Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut, die beide entweder in der Pandemie komplett überfordert gewesen sind oder absichtlich die wichtigsten Daten nicht erhoben haben. Ich bin Katharina Schulze, Expertin für Herz oder Hetze. Und darum sage ich Ihnen, was wir in Bayern machen müssen. Erstens. Eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Drittens, und das tut uns besonders weh, die Absage aller Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen mit Publikum. Und ja, das schmerzt. Das schmerzt besonders. Also es schmerzt die grüne Spitzenfrau besonders, wenn der FC Bayern seine Heimspiele ohne Publikum abhalten muss. Dafür hat sie ein Herz. Für Ungeimpfte, da hat sie Hetze. Frau Schulze, es gibt Dinge im Leben, die werden einen bis ans Ende begleiten. So wie diese Rede. Und Sie scheinen mit dieser Rede ja noch immer zufrieden zu sein. Schließlich haben wir Sie vom YouTube-Kanal von Katharina Schulze. Ach, von Ihrem YouTube-Kanal. In Ihrer Rede sagten Sie übrigens auch, wann die Pandemie enden wird. Nämlich im nächsten Frühjahr, also im Frühjahr 2022. Begründung, dann kommt die allgemeine Impfpflicht. Mein Körper gehört mir. Ja, außer wenn ein nicht ausreichend erprobtes Präparat mit vorher nicht ausreichend bekannten Nebenwirkungen per Zwang an Menschen gegeben werden soll. Die allgemeine Impfpflicht. Und die erinnert uns an ein grünes Herzchen. Ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann. Und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Ich will sie zurück. Das ist der Soundtrack ihres Lebens, der grüne Payback. Team Wissenschaft bei der Arbeit. Und weil die Grünen so unfassbar clever sind, erinnern wir gerne noch einmal an ein Vorkommnis vom Oktober 2022. In Basta Berlin Folge 146, da hatten wir uns euch das bereits gezeigt, tagsüber herrscht beim Parteitag der Grünen eine strikte Maskenpflicht. Wenn die Kameras auf die Delegierten gerichtet sind, da tragen sie alle FFP2-Maske. Und abends, da kommt dann der Payback, ne? Mit DJ Omid Covid Nuripur. Und das sind Bündnis 90 Die Grünen.
ich mich wirklich frage, wie schaffen die das? Wie kann man so absurd und verlogen handeln? Wir schaffen das. Was machen solche Videos eigentlich mit grünen Spitzenpolitikern? Ich habe das nicht gesehen, aber ich habe einiges darüber gehört. Insofern glaube ich, ist aus meiner Sicht einmal knapp Folgendes festzuhalten. Offenkundig geht es dort um Verschiedenes. Werner Kogler, grüner Vizekanzler der Republik Österreich. Kogler äußert sich hier nicht zu DJ Covid Nuripur, sondern zum Nehammer-Video vergangene Woche. Aber das gibt uns doch die Gelegenheit, eine Parallele zwischen den Bayern und den Ösis zu ziehen. Die haben nämlich eines gemeinsam. Was in Brüssel, Berlin oder Wien gesagt wird, das geht ihnen am Arsch vorbei. Jedenfalls einigen von ihnen. Denn seit Jahrzehnten wählen die Österreicher eine Partei, die sie nach Ansicht von Wien oder Brüssel eigentlich lieber nicht wählen sollten. Ja, es sind die Blauen von der FPÖ. Vor 24 Jahren haben die Österreicher ihren Nationalrat gewählt. Die FPÖ wurde zweitstärkste Partei und bekam rund 27% der Stimmen. Das Gesicht der Partei war damals Jörg Haider. Weil die sagen, der passt auf, dass nicht eine ungezügelte Zuwanderung stattfindet, das wäre auch zu unserem Nachteil, denn dann gibt es einen Verdrängungswettbewerb. Wir haben etwa in Wien überdurchschnittlich viele Ausländer, mehr als jede europäische Hauptstadt. Und Sie wissen alle ganz genau, dass vor allem die, die weniger qualifizierte Ausbildung haben, durch die Zuwanderung von Billigarbeitskräften verdrängt wird. Die Reaktion der Europäischen Union, ach du liebe Güte, Sanktionen gegen Österreich. Der diplomatische Kontakt sollte auf das Notwendigste reduziert werden. Sanktionen in der EU wegen einer demokratischen Wahl. Und übrigens gegen eine von Sozialdemokraten geführte Regierung. Doch diesen FPÖ-Geist, den haben sie nicht in die Flasche bekommen. Weder durch diese Sanktionen, noch durch Gerichtsverfahren und Urteile gegen FPÖ-Politiker und auch nicht durch das Ibiza-Video. Die Partei, die kommt einfach immer wieder zurück, ja? Hier seht ihr bei Statista.com unterschiedlichste Wahlumfragen aus Österreich. Wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären, würde die FPÖ die stärkste Kraft werden. Sie liegt in den Umfragen zwischen 27% und 29%. Und in einer Umfrage sogar bei 32. Ui. Und im nächsten Jahr sind wieder Nationalratswahlen in Österreich. Und dann ist auch ein FPÖ-Kanzler Kickl nicht ausgeschlossen. Ihr Freiheitlichen, ihr seid rechtsextrem. Das höre ich immer wieder. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Nein, liebe Freunde, wir sind nicht rechtsextrem, wir haben nur extrem oft recht. Das ist ein wesentlicher Unterschied bei der ganzen Angelegenheit. Die Österreicher wollen Kickl und die FPÖ wählen. Und das, obwohl ihnen Rechtsextremismus vorgeworfen wird. Und das, obwohl Herbert Kickl auf Corona-Demonstrationen gesprochen hat. Obwohl oder gerade weil. Und das ist die Parallele zu Bayern. Ja. Aber auch zu Sachsen oder Thüringen und einigen anderen Bundesländern. Immer mehr Wähler haben das Vertrauen verloren. Sie glauben den anderen Parteien einfach kein einziges Wort mehr. Und mehr noch, wenn ihre Kandidaten angegriffen werden, schließen sie sich die Reihen. Und zwar sehr eng. Wenn Kritik aus Brüssel, Berlin oder Wien kommt, dann heißt es jetzt erst recht. Und darum gehen wir diesen Weg, darum unterziehen wir uns diesem Spießrutenlauf, weil wir unser Land lieben, weil wir unsere Heimat lieben. Dafür treten wir ein. Ich bitte Sie für eine starke Unterstützung für die Freien Wähler. Gott beschütze Sie. Alles Gute. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hubert Aiwanger wird einer der Gewinner der Bayernwahl sein. Ja. Die Freien Wähler werden 15% plus erhalten. Sie werden damit ihr Wahlergebnis von 2018 ausbauen. So sehen sie derzeitigen Umfragen. Und wenn man sich den Umfrageverlauf mal anschaut, dann wird einem klar, die Vorwürfe von Süddeutscher Zeitung und Co., die haben Aiwanger nicht geschadet. Nee, ganz im Gegenteil, die haben ihm nämlich geholfen. Seit Beginn der Flugblatt-Debatte haben die Freien Wähler um 50% zugelegt. Und wisst ihr was? Mir macht das
Hoffnung. Hm. Und zwar ganz unabhängig von der Person Kickel, unabhängig von der Person Aiwanger. Es macht mir Hoffnung, dass wir Menschen nicht mehr einfach so wegcanceln. Es macht mir Hoffnung, dass Politiker auch wieder stehfest werden können und dass sie nicht kuschen vor den Medien und nicht über jedes Stöckchen springen. Wir wollen Menschen mit Überzeugung und klaren Kanten, die nicht nachbeten, was sie glauben, was möglicherweise irgendwie gut sein könnte, sondern die sagen, was sie denken und denken, was sie sagen. Und eben auch über die Realität in diesem Land. Denkverbote sind Gift für die Demokratie. Wir brauchen keine Einigkeit. Wir brauchen die Unterschiede. Mhm. Nichts ist tödlicher für die Demokratie, als wenn wir meinen, da oben stehen einfach austauschbare Parteisoldaten. Nichts ist gefährlicher als von oben herab Politiker, die die Volksnähe wirklich nur spielen. Nichts ist langweiliger als geschliffene und gewundene Phrasendrescher. Es gibt ja sogar eine Phrase zu dem Thema, die ist ein bisschen pessimistisch. Würden Wahlen etwas ändern, wären sie längst verboten. Hm. Ist das so? Hm. Mag sein. Aber wir können es doch trotzdem versuchen. Lasst uns die Politik zurückholen. Warum denn nicht? Aber derzeit, muss man sagen, kommt wirklich Bewegung in dieses Land. Auf einmal zittern sie vor den nächsten Wahlen und auf einmal wollen sie handeln, wo sie vorher die Augen verschlossen haben. Deutschland ist jetzt 34 Jahre alt. Zeit, erwachsen zu werden. Zeit für eine neue Wende. Das ist endlich unsere Stunde. Die Stunde der Freiheit. Ich kann nicht beschreiben, dieses Gefühl. Im Moment unsagbares Glück. Die ganze Demütigung der Jahre, alles ist vorbei. Die Nacht des Mauerfalls, gesehen auf Zeitzeugenportal. Hm. So, manchmal kommt eine Korrektur ganz schnell. Ich habe dem Joppa 34 Jahre reingeschrieben. Wahrscheinlich ist Deutschland erst 33. Noch fast grün hinter den Ohren. Übrigens, ich hätte es ganz schön gefunden, wenn dieser Ausschnitt nicht von damals gewesen wäre. Vielleicht ist das ja auch der Ausschnitt jetzt von der kommenden Wahlnacht in Bayern und Hessen. Wo die was wird dann gewählt, dass die Leute diese Emotionen haben? Ich glaube, in Hessen wahrscheinlich nicht viel anders, aber in Bayern vielleicht freuen sich ja die Anhänger vom Hupsi Aiwanger so, weiß man das nicht. Das war die Wahlempfehlung von Marcel Joppa. Gott, oh Gott. Ja, sehr schön. Also wir geben keine Wahlempfehlung und ganz ehrlich, ihr könnt wählen, was ihr wollt und was ihr für richtig haltet. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und so gilt das auch bei uns. Und ich habe eine E-Mail dazu, die passt ein bisschen dazu. Wir sind jetzt nämlich im berühmten Mittelteil und diese E-Mail kommt von Dr. Martin. Hallo. Dr. Martin lernt es nicht. Er äußert immer wieder Kritik. Dabei wurde er bei seiner letzten Kritik von der Bastia-Bedingungen-Gemeinde abgewatscht. Er traut sich trotzdem. Ja, du, Hartnäckigkeit zahlt sich ja aus. Wir lesen es ja vor. Ich verlese. Hey Benjamin, gerade habe ich meinen BEZ-Beitrag überwiesen. Danke. Und ich möchte diesen kommentieren. Vermutlich gehöre ich zu den wenigen, die einen Beitrag überweisen, gerade deswegen, weil ich ab und an anders Dinge betrachte als ihr. Und hier ist kommunikatives Problem der Bezahlung. Angenommen, es gefällt der Bastia-Berlin-Gemeinde nicht mehr, was ihr sagt, dann zahlt keiner. Also müsst ihr im Grunde genommen das aussprechen, was gehört werden will. Ansonsten könnt ihr nicht weitermachen. Hm. Das ist der Unterschied zwischen BZ und GZ. Generell würde ich Ihnen oder dir auch recht geben. Aber bei mir ist es vielleicht als Nachrichtensprecher, dass ich irgendwie da noch versuchen kann. Aber dem kannst du nicht das Maul verbieten hier. Ich finde diesen Hinweis auf jeden Fall berechtigt, weil er schon einen Kernpunkt trifft. Also freie Medien gibt es nach meinem Dafürhalten nicht in dem Sinne, wenn es dann hauptberuflich wird, wenn man es tatsächlich macht. Und der Punkt ist schon nicht von der Hand zu weisen. Man hätte sich beispielsweise auch mit Dr. Rainer Füllmich und dem Corona-Ausschuss länger beschäftigen können. Gab sicherlich viele Leute, die beides richtig gut fanden. Und als es dann so ein bisschen schwierig wurde mit dem Corona-Ausschuss, hätte man da ganz viel zu machen können. Das haben wir damals nicht gemacht, obwohl wir es hätten tun können. Es könnte man uns vorwerfen, wir haben es gelassen, weil wir dadurch Zuschauer verlieren könnten. Ehrlich gesagt haben wir es gelassen, weil das interne Sachen einer Community sind und wir machen externe Sachen von Politik. Das war also nicht der Grund. Ich verstehe die Kritik, aber Dr. Martin, mittlerweile ist es so, dass wir mit fast jedem Thema irgendwen echt ärgern. Ja, man eckt natürlich mit eigentlich jedem Thema an. Also ich könnte auch sagen, der Himmel ist blau und jemand kommt so, nee, das stimmt nicht, das ist, wie hieß noch die neue Farbe von der CDU? Ich komme nicht drauf, schreibt's in die Kommentare. Also gut, bei Grün- und SPD-Bashing ist es noch relativ ungefährlich, aber wenn wir beispielsweise über Migration sprechen, mega heikles Thema, wir haben in der Gemeinde beispielsweise auch Leute, die selber in Flüchtlingsunterkünften arbeiten, wir haben
haben Anwälte oder einen Anwalt, der geflüchtete Menschen vertritt. Da gibt es Widerspruch. Oder wenn wir über Bürgergeld sprechen, da gab es auch Widerspruch. Das ist mittlerweile immer so, dass wir das den Leuten nicht mehr recht machen. Ja? Also die einen sagen, ihr seid bei Migration viel zu lasch und die anderen sagen, ihr bedient hier Vorurteile. Und genauso soll das sein. Das ist nämlich der Ringstoß zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Lasst uns doch unterschiedlicher Meinung sein. Gerne. Guckt uns beim Denken zu, denn wir haben nie eine abgeschlossene Meinung und die variiert sich auch immer, geht in die Richtung und in die Richtung. Und so ist es bei euch doch auch. Rhöndorf, das war die Farbe übrigens der neuen CDU, das wollte ich nur schnell nachgereicht haben. Und ich fände es toll, wenn ihr weiter dabei bleibt und uns beim Denken zuguckt, euch auch nicht scheut, uns zu sagen, was ihr über Dinge denkt, die wir gesagt haben. Und wir können ja euch auch beim Denken zugucken. Das ist ja das Schöne, wenn wir Kommentare und E-Mails lesen. Ja. Genau. Aber wichtig ist, gerade weil ihr nicht unserer Meinung seid, hört nicht auf, uns finanziell zu unterstützen. Denn natürlich brauchen wir das. Das ist völlig korrekt, ja. Ach, machst du jetzt schon den Aufruf, ja. Möchtest du? Ja, ja. Gut, dann haben wir die BEZ-Lose jetzt hier. Also in der Tat, es ist wichtig, dass wir natürlich von euch unterstützt werden. Sonst können wir hier nicht sitzen. Nächste, übernächste Woche, wie auch immer. Wir wollen das natürlich durchziehen hier. Nicht nur am Donnerstag mit Basta Berlin, auch am Montag mit unserem Wochenstart, den ihr audiotechnisch überall hören könnt. Auch über unsere Webseite basta.berlin. Auf der Webseite findet ihr übrigens auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Nicht nur hier unter dem Video, alles Mögliche steht da wie PayPal-Überweisung, sondern einfach basta.berlin und da findet ihr alles. Auch unseren Webshop, ich habe schon gesehen, du trägst heute ein Karlchen-T-Shirt. Ja. I Survived Hitze Sommer 23, ist eines meiner Favoriten, muss ich sagen. Ja. Und auch eine neue Tasse haben wir hier. Ja, aber guckt da einfach mal vorbei. Genau. Und mehrere hundert von euch wissen sowieso, wie es funktioniert. Das haben sie bewiesen, weil sie sich beteiligt haben. Und das ist einfach sensationell und ganz wichtig für uns. Ist es wirklich. Und deswegen auch nochmal ein Kommentar aus eurer Gemeinde. Marco Linke, schöne Grüße, der kommentierte unter die vergangene Folge. Vielen Dank für eure Arbeit. Eine Kritik über den Beitrag zum Raketeneinschlag auf dem Markt in der Ostukraine habe ich aber. Ihr müsst das Thema richtig einordnen. Die Ostukraine ist überwiegend russisch geprägt und gehört zum Großteil nach der Abstimmung zu Russland. Seit 2014 wurden immer wieder ukrainische Raketen dorthin geschossen und Zivilisten getötet. Wenn von unseren Medien gemeldet wird, eine russische Rakete wäre auf einem Markt in der Ostukraine eingeschlagen, weiß man eigentlich schon, dass das so wahrscheinlich nicht stimmt. Es ist deine Meinung und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ja, war aber auch bloß ein Randthema. Aber deswegen ist trotzdem gut, dass du uns darauf hingewiesen hast. Mhm. Manchmal habe ich auch immer das Gefühl, ich werde absichtlich missverstanden. Letzte Woche haben wir doch über Radfahrer gesprochen. Und da habe ich gar nicht mal böse über Radfahrer gesprochen. Da schreibt jemand in die Kommentare, ich finde Radfahrer gut und es muss auch erlaubt sein. Naja, klar. Manchmal ist es schwierig. Oder auch, so weißt du, Leute, die knallharte AfD-Fans sind und uns dann vorwerfen, AfD-Bashing zu machen, denke ich mir so, nee, das machen wir, wenn sie in der Landesregierung sind oder in der Bundesregierung, dann geht's los. Das ist spätestens unser Job. Dann. Genau. Versprochen. wir haben ja in der vergangenen Folge auch nochmal gefragt wegen der Hundesteuer und der Kfz-Steuer. Ganz viele von euch haben drunter geschrieben und ich glaube, ich kann zusammenfassen, Kfz-Steuer ist scheiße viel teurer als Hundesteuer, also in der breiten Masse, teilweise wirklich auch sogar doppelt und dreimal so viel, was mich sehr erstaunt hat. Und hier schrieb noch Toni Hollmann, liebe Grüße, apropos Vergleich zur Hundesteuer. Bei meinem Neuwagenkauf mit brutto ca. 25.000 Euro habe ich schon ca. 4.000 Euro alleine an Mehrwertsteuer an den Staat abdrücken müssen. Und zwar von meinem versteuerten Gehalt, womit ich nicht nur den Asylwahnsinn finanzieren muss, sondern auch die 9 Milliarden Zwangsgebühren des ÖRR und die zig Milliarden Kosten für Quatsch, Bachs und EU-Uschis Corona-Impfstoff-Scheißspritzen. Da wird man ja schon beim Vorlesen sauer. Stimmt. Ja. Vielen Dank für den Kommentar. Wütend war übrigens auch Susanne, die hat uns zum Thema Wärmepumpe geschrieben. Keine Sorge, dass die Wärmepumpenförderung Geld kostet. Sie ist in Wirklichkeit ein Taschenspielertrick. Ein falsches bürokratisches Häkchen und die großzügige Zusage von 12.000 Euro ist futsch. Das soll ihr nämlich so passiert sein. Mhm. Sobald man zum Beispiel einen Euro in Vorleistung geht, weil man einem die Heizung kaputt gegangen ist und man nicht frieren will, gilt das als Baubeginn. Wir zahlen die Wärmepumpe jetzt stotternd von unserer Rente ab. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir die blöde Wärmepumpe zum Mond geschossen.
Ich glaube, so geht es tatsächlich vielen. Ja, ja, das ist so. Ich lese gerade, ich hatte mir es extra noch notiert, weil wir auch wieder darauf hingewiesen wurden in den Kommentaren unter der vergangenen Folge. Was ist denn jetzt eigentlich mit eurem Vorspann? Jetzt ändert den doch mal. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil es in der Telegram-Gruppe von uns, Buster Berlin zusammengeschrieben, schon gepostet wurde. Wir haben den Aufruf an euch gestartet. Ihr könnt sehr gerne mitmachen und auch einen neuen Vorspann für Buster Berlin basteln. Ganz tolle Geschichte. Benjamin macht auch einen, ich mache auch einen. Die werden nachher dann in der Gruppe zur Abstimmung gestellt. Und in der 200. Folge, das ist Mitte November, wenn mich nicht alles täuscht, da wird dann der neue Vorspann erstmals laufen. Und wenn ihr gerne mitmachen möchtet, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an redaktion@buster.berlin mit dem Betreff Vorspann. Und dann kriegt ihr alles, was ihr wissen müsst, weil so ein paar Kleinigkeiten, die muss man beim Vorspann mit Länge und so weiter ja schon berücksichtigen. Und da wird es uns sehr freuen, wenn ihr natürlich mitmacht. Genau. So ist es. Ja. So, jetzt haben wir auch viel Organisatorisches erzählt. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt in unser zweites Thema. So ist es. Unser zweiter Themenblock. Und diesen Block, den starten wir diesmal mit einem Menschen, der in den vergangenen Tagen wirklich für ein großes Medienecho gesorgt hat. Auch in der Politik übrigens. Der ist ziemlich reich. Ah, was soll ich sagen? Der ist stinkreich. Also der ist exzentrisch unglaublich reicher Multimilliardär und frecherweise mischt er sich jetzt auch noch in die deutsche Politik ein. Ein Milliardär, der sich in die Politik einmischt. Ich möchte lösen. Ja. Ist es der hier? Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Bill Gates! Ach, der da jung. Aber mal im Ernst, wenn sich Bill in die Politik einmischt, wenn er Regierungen nach Belieben finanziert und das Leben von Milliarden Menschen davon betroffen ist, dann ist das in Politik und Medien irgendwie so gar kein Thema. Mm-mm. Was aber ein Thema ist, ein Milliardär, der sich gegen den Kurs der Regierung ausspricht. Und gemeint ist natürlich der hier. Elon Musk, hier als Funke-Mariechen bei der Eröffnung des Tesla-Werks in Brandenburg. Bei dem Video, muss ich sagen, kriege ich immer so Tanz-Vibes, gute Laune und ein zuckendes Tanzbein. Ja, ich meine, wer will denn nicht einmal in seinem Leben mit Elon Musk feiern? Die deutsche Bundesregierung. Ja. Einst wurde Musk von der Bundespolitik hofiert, doch jetzt ist das alles vorbei, denn Musk ist ein Nazi. Benjamin. Entschuldigung, aber er ist doch wenigstens rechts. Das ist jetzt nicht viel besser. Aber schau doch mal diesen Tweet vom 29. September. Da schreibt er, is the German public aware of this? Also, ist dies der deutschen Öffentlichkeit bewusst? Und er teilt dabei den Tweet eines italienischen Accounts, der von 8 deutschen NGOs berichtet. Diese NGOs sammeln Flüchtlinge im Mittelmeer und der italienische Account schreibt dann, hoffentlich gewinnt die AfD die nächsten Wahlen, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Weiß Elon Musk eigentlich überhaupt, wer die AfD ist? Das ist mir nicht bekannt. Aber das hat er dann tatsächlich so geteilt. Das ist korrekt. Dann ist er natürlich ein Nazi. Sag ich doch. Ja, also so oder so ähnlich sehen es zumindest die Grünen. Und auch das Auswärtige Amt hatte nochmal darunter gepostet. Und Elon Musk hat dann nochmal nachgelegt, ja. Aber Grüne und Linke in den Medien, und die Medien, muss man sagen, die sind natürlich Sturm gelaufen. Hier, BR24, der interviewte dazu am 1. Oktober einen Migrationsforscher mit dem Namen Gerald Knaus. Herr Knaus, Elon Musk nennt den Transport der aus Seenot geretteten Menschen nach Italien eine, ich zitiere, gefühlte Invasion und europäischen Selbstmord. Wie kommentieren Sie das? Ja, da greift Elon Musk die radikale, bis vor wenigen Jahrzehnten noch klar als rechtsradikal identifizierte Rhetorik des großen Austausches auf. Er schafft einen Mythos. Das habe ich jetzt in dem Tweet von Musk irgendwie gar nicht gelesen. Aber gut, der Mann ist Migrationsforscher und ist Experte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da haben wir es so erwartet. Ja, Gerald Knaus, der ist übrigens auch Gründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Und weißt du, von wem die unter anderem finanziert wird? Ja, das weiß ich, das ist Bill Gates. Nee, aber fast. Also das ist George Soros, die Rockefeller-Stiftung, die EU-Kommission und das Auswärtige Amt in Deutschland.
Das ist sicher Zufall. Und während sich Soros und Rockefeller weiter sehr gerne in die deutsche Politik einmischen dürfen, geht das bei Musk natürlich nicht. Das ZDF berichtet, Elon Musk mischt sich immer mehr in die Politik ein. Nicht nur in den USA, nun auch in Deutschland. Er kritisiert die deutsche Unterstützung bei der Seenotrettung im Mittelmeer. How dare you? Die grüne Heinrich-Böll-Stiftung, die fordert umgehend eine staatliche Intervention. Die EU solle Musks Plattform X, ehemals Twitter, sanktionieren. Es würde sich um Wahlpropaganda handeln. Und die Linke in Deutschland, die legt sogar noch einen drauf. Der Tagesspiegel berichtet am Dienstag, X muss unter öffentliche Kontrolle. Linke fordert Verstaatlichung von Musks Kurznachrichtendienst. Nach der Einmischung des US-Multimilliardärs in die deutsche Politik schlägt linken Co-Chef Schirdewan vor, Musk die Lizenzen in der EU zu entziehen. Eine Stiftung solle übernehmen. Ja, dann fragen wir doch mal die Heinrich-Böll-Stiftung. Die übernimmt bestimmt gerne. Ja, schöne Idee. Aber Marcel, lass uns jetzt nochmal um die Fakten kümmern. Vorher wollte ich vielleicht nochmal sagen, es ist doch interessant, was eine Nichtregierungsorganisation eigentlich so ist. Ich meine, was ist denn eine Nichtregierungsorganisation? Die AfD? Offensichtlich nicht in der Regierung. Ja. Das ist aber nicht gemeint. Nichtregierungsorganisation, das hat immer so diesen Geschmack von meine Güte, da retten aber Leute die Welt. Und völlig frei von jeglicher Einflussnahme und Kontrolle. Schön. Was ist denn die Identitäre Bewegung? Ja, auch eine Nichtregierungsorganisation. Aber was ist denn eigentlich mit denen, die Geld vom Staat bekommen? Was ist denn zum Beispiel mit der Seenotrettung, auf die wir gleich hinweisen werden? Wenn die Geld von der Bundesregierung bekommen, ist das dann immer noch eine Nichtregierungsorganisation? Und mit welchem Recht sorgt denn eigentlich die Soros-Stiftung in Osteuropa für ein Demokratieverständnis nach den Vorstellungen der Soros-Stiftung? Ja. Aber Vorsicht, wenn man das in den Mund nimmt, den Namen Soros-Stiftung, dann hast du sofort ein Etikett dran. Na, einmal dürft ihr raten, welches Etikett das dann wäre. Sobald jemand als Jude geboren ist, darf er mit seinen Stiftungen veranstalten, was er möchte. Ansonsten ist es nämlich Antisemitismus. Leute, auf diesen Trick fallen wir nicht mehr rein. Nein. Also, ich sag's mal so. Möglicherweise macht die Open Society Foundation wirklich ganz großartige Arbeit. Bestimmt. Mit dem Milliardenkapital, was dort reingegeben wurde. Aber, liebe Freunde, wie wäre es denn eigentlich, wenn China eine Stiftung gründen würde mit Milliardenkapital, die Open Chinese Society, und die gründet überall in Europa Büros und bezahlt überall in Europa Aktivisten für ihre Sichtweise auf eine Open Society. Was würdet ihr denn dann sagen? Dann geht es natürlich nicht. Aber wenn die USA das machen, geht das. Das ist natürlich völlig richtig. Aber nur, wenn es die USA oder der Westen. Ja, aber dann guck doch in die Vereinigten Staaten von Amerika und nenn das Demokratie. Dafür muss es doch einen ganz neuen Namen geben. Wer kann denn Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden? Entweder ist er selber Multimilliardär oder er hat extrem viele Multimilliardäre im Rücken. Oder er hat extrem viel Dreck am Stecken. Entschuldigung. Schaut euch doch das Wahlverhalten von Senatoren und Gouverneuren an und die Hidden Interests, die dahinter stehen. Also, wenn das mal nicht ein extremes Korruptionsgeschmäckle hat, was in den Vereinigten Staaten passiert, wann, was dann? Mal davon abgesehen, dass es dann auch wieder sehr interessant ist, wenn beispielsweise Russland ja auch ausländische NGOs ausgewiesen hat, weil sie sagen, das ist übrigens ausländische Einflussnahme, die hier betrieben wird, und Deutschland sagt, nein, das sind nicht Regierungsorganisationen. Unser Geld landet dann nur ganz zufällig. Aber lass uns tatsächlich mal um die Fakten kümmern. Um die Fakten? Ja. Schade. Ich hätte mich noch was zu sagen. Bitte. Aber gut. Ja, also, bitte? Die Fakten. Bitte war eine Aufforderung. Ja, dann bitte. Bitte nicht? Na, dann mach mal weiter mit deinen Fakten. Und zwar um die Seenotrettung. Weil uns interessiert natürlich, welchen Anteil hat denn jetzt eigentlich, also das, es geht ja um das Problem mit den Flüchtlingen, die über das Mittelmeer kommen, ja? Und die Frage ist, welchen Anteil hat denn die deutsche Seenotrettung daran eigentlich tatsächlich? Und den Anfang zur Aufklärung, den macht jetzt mal eine bereits verstaatlichte Schwurbelplattform, die Tagesschau. Die berichtet nämlich vor 2 Wochen. Nicht nur auf Lampedusa kommen immer mehr Menschen an. Insgesamt sind in den vergangenen 12 Monaten aus Tunesien und Libyen mehr als 127.000 Migranten über das Mittelmeer nach Italien gelangt. Fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Da waren es mehr als 66.000. Die EU lasse Italien beim Thema Flüchtlinge im Stich, so der Vorwurf von Vizepremier Matteo Salvini. Nein. Also die EU lässt Italien nicht im Stich und erst recht nicht Deutschland. Wir unterstützen ja bereits, also die Flüchtlinge.
Die Zahlen, die die Tagesschau genannt hat, konnten wir soweit überprüfen und für korrekt erklären. Wir haben es im Vergleich zum vergangenen Jahr also mit einem Anstieg zu tun. Im Jahr 2015 waren es mit rund 153.000 Bootsflüchtlingen in Italien etwas mehr. Mal schauen, wie viele es bis Ende des Jahres dann noch werden. Es ist nämlich nicht unrealistisch, dass Italien bis Ende des Jahres das Hoch von 2015 erneut erreicht. Insgesamt waren 2015 übrigens über eine Million Flüchtlinge per Boot über das Mittelmeer nach ganz Europa unterwegs. Zahlen für dieses aktuelle Jahr, die liegen uns allerdings in Gänze noch nicht vor. Aber welchen Anteil haben denn jetzt die deutschen Seenotretter daran? Der Nachrichtensender Welt berichtet am vergangenen Samstag. Es ist nämlich tatsächlich so, dass dann hier an der Küste oft Schlepperbanden sind, die die Menschen dann mit oft nicht ganz funktionstüchtigen Booten eben aufs Meer hinausbringen. Da hilft ihnen natürlich auch gewissermaßen die Seenotretter. Die sind vor der 12-Seemeilen-Zone postiert und warten eben darauf, dass sie Menschen retten können. Die Schleuser nutzen das gewissermaßen aus. Die Seenotretter sind nachts beleuchtet und schicken dann eben die Migranten zu diesen Booten, die dann eben in Seenot sind. Diesen Thesen widersprechen aktuell zahlreiche Flüchtlingsorganisationen. Die Seenotretter könnten gar nicht so nah an die Küste heran, da sich dort die Schiffe von libyschen Milizen befänden und es einfach viel zu gefährlich wäre. Auch sagen die Organisationen, die kleinen Boote der Flüchtlinge hätten durch die große Entfernung da auch gar keinen Sichtkontakt zu den Seenotrettern, auch wenn die beleuchtet sind. Und auch hätten die Migranten gar keine Ortungsgeräte. Eine Rettung sei so häufig eben dann einfach nur Zufall. Das ist zunächst mal schwer nachprüfbar, aber wir wissen das hier. Laut Zahlen des italienischen Innenministeriums seien von den gut 133.000 gelandeten Bootsflüchtlingen nur rund 3.500 von Seenotrettungsschiffen mit deutscher Flagge eingesammelt worden. Im Internet, da kursiert derweil ein Video, das wir euch jetzt hier zeigen. Und das, da seht ihr jetzt Folgendes. Auf der Plattform Marine Traffic, da ist die Bewegung von Seenotrettungsschiffen zu erkennen. Abgebildet wird die Bewegung dieser Schiffe innerhalb von 2 Monaten. Sie bewegen sich da immer hin und her von der Küste Libyens an das italienische Festland. Man sieht auch das Schiff der deutschen Seenotrettung CI, das Schiff von Ärzte ohne Grenzen mit dem Namen Dignity One oder auch das Rettungsschiff Aquarius. Das Problem, dieses Video stammt wohl aus dem Jahre 2016. Mhm. Ein aktuelleres Video haben wir nicht gefunden. Und sowas selbst zu erstellen, das hat sich als sehr schwierig erwiesen. Unter anderem, weil man dafür Langzeitbeobachtung braucht. Und manchmal auch Geld, also für den Zugang. Ob die Routen der Schiffe also immer noch so sind, das lässt sich nur vermuten. Belege, die haben wir aber unter anderem bei einer Auswertung von News gefunden. Und die Kollegen schreiben: Vor der Küste Nordafrikas tummeln sich derzeit mindestens 4 Boote. Die Louise Michael, unter deutscher Flagge, entfernt sich gerade von der Küste Libyens und fährt in den spanischen Hafen Buriana. Zudem sind im südlichen Mittelmeer unterwegs Geo Behrens, unter norwegischer Flagge, ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen, dazu die Open Arms, unter spanischer Flagge und Rescue People, unter deutscher Flagge. Fakt ist jedenfalls, dass die italienische Regierung in der vergangenen Woche einen Brief an die deutsche Regierung geschrieben hat, mit der Aufforderung, hört auf damit, mit eurem Steuergeld die Seenotrettung in unseren Gewässern zu unterstützen. Und hier die Antwort von Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Rom Ende vergangener Woche. Ja, ich kann es kurz machen. Ich sag mal, wenn ein Brief und die Frage, wie man NGOs finanziert, die einzigen Probleme zwischen 2 Ländern sind, ich glaube, dann würden wir bei vielen anderen bilateralen Beziehungen uns freuen, wenn es auch so wenig Probleme gäbe. Frau Meloni, schreiben Sie einen zweiten Brief. Ja. Die Bundesregierung unterstützt die deutschen Seenotretter übrigens mit insgesamt 8 Millionen Euro Steuergeld bis zum Jahr 2026. Ist das eine NGO oder nicht? Beschlossen wurde das bereits Ende vergangenen Jahres im Deutschen Bundestag und zwar mit den Stimmen der Ampel sowie mit den Stimmen von CDU und CSU. Ach was. Ja, das erklärt übrigens auch, warum beim Thema Seenotrettung es auch bei der Union so verdächtig still bleibt. Besonders laut freut sich hingegen die grüne Obermoralistin, Bundestagsvizepräsidentin und Kirchenmaus Katrin Göring-Eckardt. Nicht nur, weil es selbstverständlich um das Retten von Menschenleben geht, sondern auch für Sie ganz persönlich geht es da um was. Der Ehemann von Frau Göring-Eckardt heißt Thies Grundlach. Thies Grundlach Göring-Eckardt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Dr. Grundlach, der ist ebenfalls Theologe und zur Seenotrettung, da sagte er unter anderem das hier. Wir brauchen ein breites gesellschaftliches Bündnis, das die Menschen rettet.
Deswegen United for Rescue, ein breites Bündnis, das versucht, die Menschen rechtzeitig aus dem Wasser zu fischen. Und wir brauchen Unterstützung und Hilfe für diese Arbeit, solange die Staaten Europas sich nicht darauf einigen können, diese Hilfe selbst bereitzustellen. Und diese Hilfe folgte prompt. Dr. Gundlach ist Leiter der Organisation United for Rescue und damit ganz direkt an drei Schiffen beteiligt, die im Mittelmeer Flüchtlinge auflesen. Also der Organisation, die einen Anteil von den besagten 8 Millionen Euro Steuergeld bekommen. Allein in diesem Jahr sind das übrigens mindestens 800.000 Euro. Das dürfte sich bei der Familie Gundlach, Göring, Eckert möglicherweise, weiß man nicht, ja auch finanziell niederschlagen. Ich würde auch sagen, also je länger ich Politik mache, umso frommer werde ich. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Halt. Es sei denn, er ist im Ehrenamt tätig. Aber Marcel, wir sollten vielleicht nicht länger über Kleinstbeträge wie 8 Millionen Euro sprechen. Ich meine, 8 Millionen Euro, so viel hat gerade mal die Neuköllner Flüchtlingsunterkunft in der Haarlemer Straße gekostet. Ja. Also was sind schon 8 Millionen? Nix. Hast du recht. Wir haben es doch. Ja, Entschuldigung, Benjamin, hatten. Also wir hatten es doch, ja. Denn während Italien nun plant, alle Flüchtlinge, die von deutschen Seenotrettungsschiffen gerettet werden, prompt weiterzuleiten nach Deutschland, da spielt sich an einer anderen EU-Außengrenze, da spielen sich weitere schlimme Szenen ab. Dies sind Bilder eines serbischen Polizeieinsatzes nach einer Schießerei zwischen Migranten, bei der es einen Toten und drei Verletzte gab. Die Schießerei fand im Wald von Hajdukovac nahe der ungarischen Grenze statt. Einsatzkräfte der regionalen Polizei und Gendarmerie nahmen mehrere Personen fest und beschlagnahmten zahlreiche Gewehre. Gesehen in einem Beitrag von Euronews vor zwei Wochen. Flüchtlinge versuchen, die abgeriegelte serbisch-ungarische Grenze zu überqueren. Doch da die Balkanroute dicht gemacht wurde, kommt es immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen und auch zu illegalen Grenzübertritten. Natürlich sind das unschöne Szenen an diesen Grenzzäunen. Und natürlich sind das auch unschöne Szenen, die wir sehen von diesen Schlauchbooten im Mittelmeer. Diese Szenen, die könnten wir verhindern, indem wir die Grenzen öffnen. Ja, wir öffnen die Grenzen und wir sagen, legale Fluchtmöglichkeiten, die müssen geschaffen werden. So fordern es ja auch Teile der Grünen. Doch dann haben wir diese unschönen Szenen in Europa, in Deutschland und in der Nachbarschaft. Und diese Nachbarschaft hat ja schon heute mit unschönen Szenen zu kämpfen. Aus der Willkommenskultur ist Stück für Stück eine Überlastungskultur geworden. Am vergangenen Wochenende, da hat die CDU eine Pressekonferenz gegeben. Anwesend war dabei auch der NRW-Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Was kann der Mann eigentlich nicht? Und der CDU-Westfale, der beschreibt da mal so die Stimmung im Land. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da zurzeit etwas kippt. Und zwar nicht kippt bei irgendwelchen Irren, sondern bei Menschen, die auch in ihrer Lebensbiografie bewiesen haben, dass sie die Menschen, die zu uns gekommen sind, sehr unterstützen und dass sie ein vernünftiges Menschenbild haben. Jetzt könnte man sich noch mal darüber unterhalten, wen er mit diesen Irren eigentlich meint und was ein vernünftiges Menschenbild ist. Ja. Aber im Kern hat er gesagt, so geht's nicht weiter. Hm. Und es geht ja hier nicht nur um überlastete Ämter oder steigende Zahlen von migrantischen Straftätern. Es geht um eine Situation, die wortwörtlich in der Nachbarschaft angekommen ist. Im Alltag von jedem von uns und von uns allen. Und hier für euch mal ein paar Überschriften, die wir gefunden haben, nur aus den vergangenen paar Tagen. Der Trierische Volksfreund berichtet am 2. Oktober, Schulturnhalle in Trier wird Notquartier für minderjährige Flüchtlinge. Auch die Stadt Trier gerät bei der Versorgung von Flüchtlingen an ihre Grenzen. Das Schaufenster Mettmann schreibt am 29. September, Flüchtlingsunterkunft in Turnhalle, leider keine andere Wahl. Mettmann. Die Stadt möchte eine der zwei Turnhallen der Astrid-Lindgren-Schule nach den Herbstferien als Notunterkunft für Geflüchtete vorhalten. Eltern haben große Bedenken. Das Portal NWZ berichtet, ebenfalls am 29. September, Flüchtlinge in Rastede, CDU, Turnhalle wieder für den Sportbetrieb freigeben. Seit einem Jahr ist die Turnhalle Wilhelmstraße in Rastede gesperrt, um dort Flüchtlinge unterbringen zu können. Damit soll jetzt Schluss sein, die CDU fordert die Freigabe.
Viel Erfolg. Die FAZ schreibt am 28. September: Flüchtlinge auf Schulgelände, kein Verständnis bei den Eltern in Monheim. Das Portal Die Glocke notiert am 29. September: Stadt Warendorf bereitet Turnhalle für Flüchtlinge vor. Die Donauwörther-Zeitung am 28. September: Hamburg, die ersten Flüchtlinge beziehen in Harburg die Turnhalle. RTL West am 27. September: Turnhalle für Flüchtlinge, Flüchtlingsunterkünfte im Land platzen aus allen Nähten. Diese Liste lässt sich beliebig weiterführen. Und wie gesagt, das waren jetzt wirklich nur Meldungen aus den vergangenen Tagen. Die Situation ist eindeutig. Und wenn Kinder keinen Turnunterricht mehr bekommen, wenn Sportclubs keinen Platz mehr haben zum Trainieren, wenn der Schule ein Versammlungsort fehlt, den örtlichen Vereinen eine Tagungsmöglichkeit, dann ist es ganz sicherlich nicht 5 vor 12, sondern es ist 5 nach 12. Von Aachen nach Zwickau, von Aschaffenburg bis Zossen, überall das gleiche Bild. Die Nachbarschaft, die hat genug. So, in Europa gewinnen immer mehr Parteien, die daran natürlich was ändern wollen. Und die Meinung, die ist eindeutig. Die aktuelle Regierung, die hat gezeigt, dass sie dazu offensichtlich nicht in der Lage ist. Tja, Herr Merz, hätten Sie mal nicht von Zahnärzten gesprochen, hätten Sie mal einfach vom Sportunterricht gesprochen. Mhm. Diese provokante Aussage von Friedrich Merz war ja auf mehreren Ebenen etwas ungeschickt, weil es dazu führte, dass sofort alle gesagt haben, aber guck doch mal die Rechtslage. Kevin Kühnert hat sogar gesagt, Friedrich Merz lügt. Aber Herr Merz hat etwas ungeschickt auf ein Problem hingewiesen, auf das wir schon seit längerem hinweisen. Richtig. Hätte er die Turnhallen genommen, da hätten es vielleicht alle verstanden. Aber wisst ihr was? Wer sind denn die Irren? Wer sind denn die Vernünftigen? Wenn wir jetzt diese Probleme mit den Turnhallen haben und jetzt gerade durch Marcel und Benjamin erfahren, dass diese Probleme mit den Turnhallen ja auch schon seit vielen Monaten sind, wer hat denn vorher gewarnt und wer hat denn vorher nichts gemacht? Wer sind denn hier die Vernünftigen? Die Vernünftigen sitzen offensichtlich nicht in der Bundesregierung. Nein. Die Vernünftigen sitzen offensichtlich nicht in Landesparlamenten. Die Vernünftigen sitzen offensichtlich auch nicht in der Kommunalregierung, denn dann hätte sie es ja verhindern können. Sie hätten ja nicht nur irgendwelche Protestnoten schreiben können. Nein, sie hätten ja einfach mal klare Kante zeigen können und gesagt, übrigens, hier gibt's nichts mehr. Ja? Und das regt die Leute hier auf. Und ja, da hat er recht, Herr Merz. Das macht die Leute wahnsinnig. Aber vielleicht ändert sich ja doch was. Also ich meine, im Wahlkampf haben die Grünen ja jetzt sogar gesagt, dass sie an der Asylpolitik was ändern wollen, ja? Und Olaf Scholz ja auch. Also das heißt, wir sind doch auf einem guten Weg? Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich... Oh Gott. Es tut mir jetzt echt leid. Es ist jetzt nicht zu leid. Oh Mann. Ja, Lachen ist immer noch die beste Medizin. Also das ist das erste Mal seit Jahren, dass mir ein Bericht der Tagesschau ganz gut gefallen hat. Obwohl das Thema an sich nicht zum Lachen ist. Nein. Uns interessiert natürlich sehr eure Meinung. Wie sollte die Politik denn mit der aktuellen Flüchtlingskrise umgehen? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und wie das ZDF mit der Krise umgeht, das haben wir ja auch gesehen. Es gibt keine Flüchtlingskrise. Krise suggeriert ja schon ein Problem. Der Flüchtling kann nicht das Problem sein. Und der Flüchtling ist auch nicht mehr der Flüchtling. Nein. Der Flüchtling ist der Ankommende. Ankommende, bitte gendern, ja? Es gibt ein neues Wort und das haben Sie tatsächlich im Kollegengespräch verwendet, beide Beteiligten, und das ist jetzt Ankommende. Und darüber können wir auch mal diskutieren, Herr Joppa. Sind denn Ankommende irgendwann dann auch wieder Gehende? Weiß man nicht. Ich sag mal, dass man das Wort Flüchtling nicht mehr verwenden möchte, das kann ja einen Grund haben. Es kann mehrere Gründe haben. Flüchtling kann man beispielsweise mit Häftling assoziieren. Flüchtling könnte ja deswegen verbraucht sein, weil es so viele Messerdelikte von Flüchtlingen gab oder Vergewaltigung von Flüchtlingen oder Tötungsdelikte von Flüchtlingen gab. Und dazu braucht man keine Beatrix von Storch sein, um das zu sagen. Das kann man auch sagen, wenn man Benjamin Golmer heißt. Vielleicht nehmen sie es aber auch aus dem Grund nicht mehr, weil manche vielleicht auch einfach gar nicht flüchten im eigentlichen Sinne, sondern einfach irgendwo ein anderes, besseres Leben haben wollen. Das ist ja auch der Punkt, warum ich einen gewissen Anstoß daran genommen habe, dass wir das heute sehr häufig gesagt haben. Ich verwende den Begriff Migrant, weil ich nicht weiß, ob das ein Flüchtling ist oder ob das jemand ist, der sich einfach entschieden hat, woanders zu leben. So, das ist meine Ansicht dazu.
Auch eine interessante These. Auch dazu interessiert uns natürlich eure Meinung. Umgekehrt natürlich sicherlich auch. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum heutigen Web-Tipp. Ja, und den hat uns unser Zuschauer Manfred aus Bayern gesendet. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Es ist ein SWR-Interview mit einem Propagandaforscher. Und Benjamin, du hast dir das auch in voller Länge angeguckt. Richtig. Und ich danke Manfred, dass er uns nochmal darauf hingewiesen hat. Das Video war mir bekannt und wir haben vor einigen Wochen schon mal drüber gesprochen. Ich kannte allerdings bloß einen kleinen Auszug. Ihr werdet auch gleich einen kleinen Auszug sehen. Und als ich diesen Auszug gesehen habe, dachte ich mir, was für ein perfides Arschloch. Weil ich dachte, das wäre seine Strategie, die er darstellt. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Der Junge, der da zu Wort kommt, der ist ein Propagandaforscher. Und was der in den 30 Minuten Interview erzählt, das hat aus meiner Sicht wirklich Hand und Fuß. Mhm. Und er lehnt diese Strategien komplett ab und er richtet sich konkret gegen die NATO. Und er wird jetzt gleich erzählen, was die NATO mit unseren Kindern vorhat und zum Teil bereits tut. Ein aktuelles Beispiel wäre die sogenannte Inokulation. Das heißt Impfung. Und in dem Fall ist es ein Programm von NATO und EU. Impfung, warum benutzen Sie jetzt diesen Begriff? Impfung gegen Verschwörungstheorien. Ja. Und was man da macht, ist, man geht an die Schulen und man macht eine psychologische Impfung. Das heißt, man sagt den Schülerinnen und Schülern, wir erklären euch jetzt mal, was Verschwörungstheorien sind. Dann bekommen die so einen Test auszufüllen, wo zum Beispiel Kritik an Regierungen oder auch an der NATO wird sozusagen als Verschwörungstheorie in ganz kleinen Dosen den Kindern beigebracht. Da müssen sie am Ende so einen Zettel ausfüllen oder einen Test machen. Wenn sie dann ankreuzen, ja, das ist alles Verschwörungstheorie sozusagen, dann kriegen sie die volle Punktzahl. Ein Ausschnitt war das aus dem SWR-Interview mit dem Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel. Unser heutiger Webtipp und unter unserem Video natürlich auch nochmal verlinkt. Das Video ist wirklich sehenswert, ja. Und auch Grüße an den SWR-Journalisten, weil der nämlich immer neugierig war. Und der hat das nicht verurteilt, sondern er hat sich das einfach erzählen lassen. Es ist auch geschnitten, das Video. An einer Stelle hat nämlich der Herr Tögel was gesagt, was die Redaktion nochmal nachschauen musste. Und du merkst richtig, dass Herr Tögel recht hatte. Die Redaktion es kaum glauben konnte, dass er recht hatte. Oh. Es lohnt sich also wirklich, sich das mal anzuschauen. Und, ist der Moderator noch in Amt und Würden? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Also das Video ist natürlich auch unter unserem Video noch einmal verlinkt. Ja. Und wir kommen zum Schreddern. Absolut. Und mitgebracht haben wir diesmal stellvertretend einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Der trägt den Titel... Medizin-Nobelpreis geht an Wegbereiter der Corona-Impfstoffe. Ausgezeichnet werden die ehemalige BioNTech-Mitarbeiterin Katalina Karikó aus Ungarn sowie der US-Biochemiker Drew Weissman. Habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, am Montag ging das durch alle Medien und das ist ja wirklich so spannend. Also diese Karikó, ich habe mir das nochmal extra angeguckt, die ging 2013, hat sie den Ugo Sahin irgendwo getroffen so, und der hat sie vom Fleck weg engagiert. Ja, und dann haben die natürlich da zusammen schön an der mRNA-Technologie gebastelt und an der Corona-Impfung. Jetzt ist sie wieder weggegangen, ist aber noch beratend tätig. Und Drew Weissman war übrigens an der Harvard Medical School. Mhm. Also würdest du so weit gehen, dass die Medizin-Nobelpreisträger am Tod von Menschen schuld sind? Meine, wir wissen ja, dass Buster Berlin es sich zur Gewohnheit gemacht hat, hier ein kleines Laufband einzuführen. Mhm. Einfach nur, um daran zu erinnern. Die Produkte von BioNTech, Pfizer und Moderna haben Menschen umgebracht. Ja. Und wir sagen das immer so explizit. Es gibt hier keine Größenordnung, die wir nennen. Aber wir müssen das so sagen, denn fast nebenwirkungsfrei ist daran leider nichts. Mhm. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil wisst ihr, was auch schon mal den Nobelpreis in Medizin bekommen hat? Das war 1949. Das ist die Lobotomie. Also wo dir schön in den Kopf gehämmert wird und ein Stückchen vom Gehirn rausgeholt wird, was natürlich mittlerweile völlig verschrien ist und als todbringende Therapie mittlerweile gilt. Aber wie gesagt, der Corona-Impfstoff hat ja jetzt auch einen. Nun ja, Lobotomie kenne ich nicht, ich habe Legasthenie. Auch schön, aber ich glaube noch keinen Nobelpreis. Ach, wir schreddern. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Walte deines Amtes oder... Vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. War wieder eine ganze Menge dabei. Wir zwei Nasen, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den kommenden Wahlsonntag. So viel ist nämlich sicher. Darüber werden Wumms 1 und Wumms 2 ganz sicher auch in der kommenden Woche unter anderem berichten. Was mich noch interessiert, jetzt vielleicht eine Frage zum Schluss an Herrn Aiwanger. Herr Aiwanger, welche Rolle spielt für Sie eigentlich Buster Berlin? Ja, eine zunehmende Rolle, also dass man sich hier auch an den traditionellen Medien vorbei outen kann und äußern kann, was man denkt.
Oh, ja. Ganz, ganz lieben Dank, Hupsi. Vielleicht machen wir doch noch eine Wahlempfehlung. Nein, gibt es nicht. Unsere Deutung zur Landtagswahl gibt es dann in der kommenden Woche. Das wird dann sicherlich nicht das einzige Thema sein. Ich habe ja auch noch Gesprächsbedarf. Ich wollte ja eigentlich nochmal über China und die Vereinigten Staaten von Amerika sprechen. Das wurde mir heute leider untersagt. Dafür rede ich Herrn Joppe am Montag wieder unter den Tisch. Und nach der Sendung. So viel könnt ihr sicher sein. Auf jeden Fall wollen wir euch nochmal, uns nochmal bei euch bedanken. Also letzten Endes seid ihr es ja, die das möglich macht, was hier passiert. Das heißt, wenn ihr unsere Videos seht, wenn ihr sie liked, wenn ihr sie kommentiert, wenn ihr sie auch gerne mal verteilt oder auch, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Und ich muss sagen, früher war das für uns ein Problem, danach zu fragen. Heute ist es immer noch nicht das Angenehmste, aber letzten Endes ist es eine Notwendigkeit und wir versuchen das immer charmant zu machen. Also jeder Euro hilft und vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind. Und du hast es beim Wochenstart in dieser Woche auch völlig richtig gesagt. Es ist ja nicht nur das Produkt, was ihr am Donnerstag hier seht oder was ihr am Montag hört oder vielleicht auch bei Kontrafunk hört. Eigentlich sind wir beide 6 bis 7 Tage die Woche an unseren digitalen Endgeräten und recherchieren und gucken, was können wir in die nächsten Sendungen reinbringen, was interessiert euch, woran habt ihr Spaß, was kennt ihr noch nicht, und das ist natürlich auch eine Arbeit. Klar, aber die machen wir gerne. Ja, also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wisst ihr was? So machen wir auch weiter. Ja. Nächste Woche ist es wieder soweit. Folge 194 erwartet uns. Und das wird übrigens ein kleines Jubiläum sein. Es wird nämlich die 150. Videofolge sein. Hey. Und die feiern wir dann gemeinsam am 12. Oktober 2023. Ich bin Benjamin Golme. Bis bald. Kommentieren, abonnieren, Daumen hoch. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss. Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand? Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.